Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mobile Tycoon zum Handy Simulator. Ich habe mal ein bisschen vor simuliert, nicht viel, auch ein bisschen geforscht, damit wir direkt ins neue Handy reingehen können. Und zwar ins 8er mittlerweile schon. Zack, Pablo TV 8 ist am Start. Natürlich das modernste. Wir können hier mal schauen. Oh, ich glaube, die haben eine neue Variante rausgebracht. LDR4, ja, tatsächlich. Heißt wieder natürlich das Neueste nehmen. Microsoft hängt immer noch hinterher. Okay, das lassen wir, glaube ich, so mit den optischen Sachen. Ja, Bildschirmrand. Ich weiß nicht warum, aber Bildschirmrand ist halt so hässlich. Aber wir machen es mal. Die Bildschirmauflösung machen wir allerdings auf 900p. Wichtig. Und die Kamera. Da hat sich tatsächlich was geändert, denn wir können einen Kamerastil auswählen. Hier sehen wir es. Zack und zack übereinander. Ist eigentlich ganz nice. Ich würde aber wieder sagen, dass wir das mittig machen. Irgendwie so. Es ist auch relativ realitätsnah. Und genau, hier sollte alles gleich bleiben. So ist es auch. Hier hängen wir ein bisschen hinterher. Hier sehen wir es auch mit der Anzahl. Leider haben wir noch keine Frontkamera. Ich habe es auch ehrlicherweise noch nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir noch eine neue Bluetooth-Version mit 4.1. Eine viel bessere Batterieleistung. Also da hängen wir definitiv jetzt nicht mehr hinterher. Und bei den anderen Sachen, ja, passt es eigentlich. Wir wollen ein schwarzes Handy hier rausbringen. Denn wenn wir es von vorne sehen, fällt es dann wenigstens nicht mit dem Bildschirmrand drauf. Das ist wenigstens der einzige Vorteil hier noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn wir es so machen. Ja, fällt es zum Glück immer noch nicht auf. Deswegen lassen wir es jetzt mal so. Den Anschaltknopf machen wir mal deutlich höher. Genauso wie hier. Das ändern wir tatsächlich mal. Zack. Deutlich höher. Wobei, wir können es auch irgendwie so machen. Design der Rückseite. Ja, haben wir halt noch nichts Neues freigeschaltet. Deswegen gehen wir mal auf das wieder. Hatten wir schon länger nicht mehr. Die Überschrift geht weg, ist keine Pro-Variante. So, Firmenlogo bleibt gleich. Weil ich möchte eigentlich mal kurz Beleuchtung gehen. Wie krass kann die werden? Ah, jetzt sehen wir es auch aktiver. Sollten wir es ja, eigentlich so von unten sieht gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir es einfach mal. Zack. Und ja, dann ist es auch schon fertig. Und wir verlangen nicht dafür 1000, das wäre zu krass, aber so 999 geht auf jeden Fall fit. Wir sind auf jeden Fall bei der teureren Variante dabei, deswegen gehe ich hier sagen, ja, einfach mal rein. Dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter, warten hier ein bisschen auf die paar Forschungspunkte, die sollten hoffentlich relativ schnell reinkommen. Auf die 50 warten wir jetzt, zack, die haben wir jetzt auch bekommen, das heißt sofort hier hinschauen. Ja, auf was gehen wir denn? Wir gehen auf die Bildschirmhelligkeit, da wurde sich ja sogar beschwert kurzzeitig, deswegen hier mal deutlich verbessern. Und dann gehen wir auch direkt mal ins neue Handy rein, ins Flip und zwar in die Dreier-Variante. Hier gehen wir auch schon wie bei einer anderen Sache auf das teurere. Ja, hier hilft es wahrscheinlich auch, da hat sich definitiv nichts geändert. So, dann haben wir jetzt hier Bildschirmrand auch, den werden wir hier auch das allererste Mal sogar hernehmen. Die bessere Bildschirmauflösung auch, da sind wir sogar richtig gut am Start, wenn wir uns das hier ansehen. Also da sind wir mit 720p sogar echt stark. Genau, wir gehen aber hier nochmal etwas moderner rein. Dann können wir hier den Kamerastil wieder ändern. Ich würde auch sagen, das machen wir. So, dann haben wir hier alles noch aktiviert. Das passt, das auch. So, dann wieder Bluetooth-Version natürlich rein, das allerneueste, genauso wie die Batteriekapazität. Das dürfte auch passen. So, es soll diesmal kein pinkes sein, ja, wobei so leicht pink können wir ja machen. Irgendwie so. Und ein weißes Handy. Diesmal soll es ein bisschen heller werden. Deswegen lassen wir es auch gerne so. Das Design ändern wir ab. Es soll ja, nicht einfarbig. Machen wir. Ah, mir fehlen ein paar Designs, wenn ich ehrlich bin. Machen wir einfach mal die 3. So, der Name wird ausgeschaltet, ist keine Pro-Variante.
So, und dann dürfte auch alles wieder passen. Ein Moment. Die Beleuchtung von der Logo-Farbe. Hier, muss auf 180 was. Zack. So, der Rest dürfte jetzt aber passen. Das Box-Design, ja. Gut, Box-Design ist halt immer so eine Sache. Eigentlich ist es jedem egal. Deswegen machen wir es mal so. Zack. Eine andere Schrift noch hier. Machen wir das. Dürfte es auch passen und das wird wie immer ein bisschen teurer zumindest. Machen wir mal 1099. So, erstellen. Die nächste Stufe haben wir dadurch erreicht. Zack, aktivieren wir mal. Ich weiß zwar ehrlicherweise nicht, was das beinhaltet. Statistiken, oh. Okay, monatliches Gehaltssmartphone 6,7, verkaufte Exemplare 6.000. Das ist stark. Büro geht 2 Millionen drauf. Gehalt 1,6, Marketing 1,36. Das ist gut, dass wir es jetzt hier sehen. Damit würde ich trotzdem sagen, gehen wir rein. Flip 1 Pro ist halt immer noch da. Das ist so krass. So. Forschungspunkte, ja, da sparen wir tatsächlich mal ein bisschen, damit wir wieder etwas modernisieren können. 100 Millionen knacken wir sogar auch jetzt. Da wird gleich wieder was abgezogen, aber ist schon krass, dass wir so weit sind mittlerweile. Das erste Handy ist fertig. Oh nein, unsere Fans sind im Aufruhr, weil wir keine Kühlschränke und Mikrowellen herstellen. Oh, 13.000 Fans verloren? Okay, kurz Stopp. Wo können wir sagen, dass wir Kühlschränke herstellen sollen? Tablets sehe ich. Prozessoren sehe ich auch. Können die sogar selber herstellen, okay. Und ein eigenes Betriebssystem könnten wir auch machen. Okay. Hier ist die Fabrik. Die können wir noch nicht machen. Hier auch nicht. Also wo zur Hölle sind's? Hä? Ich sehe ja noch nicht mal hier irgendwo Kühlschränke. Wo sollten wir denn Kühlschränke bitte? So, hä? Hier steht nichts. Ja, genau. Deswegen verstehe ich es nicht. Okay, egal. Wir schauen mal jetzt mal nach der Frontkamera. Vordere Kamera 2. Nee, Frontkamera. Hier. Das brauchen wir. Gehen wir direkt mal. Ja, komm, wir gehen direkt mal drauf. Da auch. Zack, Studie rein. So, dann haben wir schon mal das erste geforscht. Und gleich kommen auch die beiden Handys zum Einsatz und hier gehen wir ein bisschen all in mit dem Marketing mehr als denn je. Das und das wird jeweils vermarktet und wir gehen das allererste Mal auf 25 Millionen. Hier haben wir jetzt die mega Vorstellung. Neue Batteriekapazität, Bildschirmauflösung ist auch noch mal krasser. So und dann jetzt natürlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer dieselbe Animation ist, aber hier ist auf jeden Fall unser Handy. Mit krassen Sachen wie zum Beispiel 20 GB. Ich meine, 2014 ist das schon echt sehr, sehr stark. Dann unser pinkes Handy, was ich eigentlich nochmal ändern wollte auf schwarz, aber egal. Hier, die neue Batteriekapazität, neue Bluetooth-Version, alles ist drin. Zack. Und wir gehen wirklich komplett. Oh, Moment, wie viele Kopien können wir machen? Gehen wir mal fast auf 50-50. Genau bestätigen, wir gehen komplett all in. Mehr oder weniger normal, für diesen Preis kann man etwas Besseres finden. Ich empfehle es nicht zu kaufen. Vergiss Auflösung der Frontkamera nicht. Ich habe mehr erwartet. Du solltest Lautsprecher verbessern. Keine sehr gute Option. Du solltest mehr Aufmerksamkeit schenken. Okay. Zeitlupe. Lautsprecher als auch die Auflösung der Frontkamera. Nicht die schlechteste Option, der Preis ist 16% höher der Konkurrenz. Mehr oder weniger normal, du solltest mehr auf eine Zeitlupe, okay. Würdiges Produkt, nice. Dieses Produkt hat mehr Erwartungen, nicht mehr, hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Du solltest mehr Aufmerksamkeit schwenken. Okay, Lautsprecher und die Zeitlupe sind sehr wichtig. Mal schauen, ob es hier gut läuft. Perfekt. Dann wird es jetzt hoffentlich gleich verkauft. Vorher schauen wir tatsächlich nochmal rein. Die Auflösung der Frontkamera. Hier ist die. Gehen wir komplett rein. Dann
müssen wir mal ein bisschen kurz warten, kurz Geld generieren. Was heißt kurz? Also wir verdienen auch kurz, in sehr, sehr kurzer Zeit, unfassbar viel Geld. Wir haben die 100 Millionen geknackt, okay. Ein bisschen Erfahrung haben wir auch bekommen. Dann schauen wir direkt mal. Zeitlupe war auch ein Ding. Merken wir uns. Zeitlupe. Die Lautsprecher waren doch auch noch so ein Ding, aber die sehe ich hier nicht. Moment, Speicher, Speicherkapazität, Lautsprecher. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten und ich würde auch das gerne investieren. Deswegen warten wir einfach mal entweder bis zur nächsten Katastrophe, so wie jetzt. Aufgrund einer Notlage können unsere Mitarbeiter nicht arbeiten für mehrere Tage, das allererste Mal. Okay, genau, deswegen warten wir einfach mal kurz. Geld haben wir definitiv genügend, um ein bisschen zu warten und ja, nicht nur Geld zu generieren und auszugeben, sondern auch Forschungspunkte zu bekommen. Jetzt sind sie auch wieder da und deswegen warten wir tatsächlich mal ein bisschen. Okay, die nächste Katastrophe. Dadurch hat das Unternehmen 7 Millionen verloren. Ein Mitarbeiter hat einfach mal Daten an die Konkurrenten weitergegeben. Boah. Deshalb verbessern sie das Sicherheitssystem. Boah, 10 Millionen? Nee. Gehen wir einfach mal weiter. Wir warten auf die 200 Forschungspunkte, würde ich noch sagen. Denn dann haben wir nochmal gut vorgesorgt. So, die haben wir jetzt auch. Und dann schauen wir mal. Lautsprecher wird definitiv direkt verbessert. Damit haben wir ja eh nur noch 100 übrig. Das investieren wir in andere Sachen. Zum einen stimmt die Zeitlupe. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Wenn wir mal richtig hochpushen. Deswegen rein in die Studie. So, und dann gehen wir tatsächlich auch auf das neue Handy. Und zwar auf die 3. Pro-Version, da ist noch ein klappbares Handy, steht aber noch nicht verfügbar drin. Hier gehen wir natürlich wieder in das teurere, als auch immer noch ins Android 4. Da hat sich bisher eigentlich gar nichts getan. Hier sollte sich nichts geändert haben, so ist es auch bei der Kamera allerdings schon. Da müssen wir kurz mal gucken, wegen der Zeitlupe hier. Da sind wir wieder auf den neuesten Stand. Die Kameraauflösung müssen wir aber auch mal bessern. Allgemein mal die Kamera, weil die hängt echt mal mega hinterher. Moment, da war noch was. Beim letzten, genau. Genau gesehen. Auflösung der Frontkamera. Oh, Moment. Auch hier war noch was. Ja, jetzt haben wir tatsächlich eine Frontkamera. Jetzt sehen wir die auch hier. Optisch. Okay, das bleibt Lautsprecher. Das allererste Mal upgraden. So, und hier können wir nichts mehr machen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich sehe tatsächlich nichts mehr. Damit würde ich auch sagen, gehen wir noch in die Handyfarbe rein. Diesmal machen wir es schwarz. Und dafür das hier ein bisschen rot, würde ich sagen. So, Moment. So, ein bisschen rot. Ein bisschen anröten. Den Namen darf natürlich wieder nicht fehlen, diesmal nicht mehr im langweiligen Weiß, sondern in unserem klassischen Pink. Zack, da ist es auch schon da, dann haben wir das auch fertig und es kostet tatsächlich exakt gleich. Damit würde ich sagen, wieder erstellen. So, dann wird weiterhin fleißig geforscht und hier gehen wir hoffentlich auf die richtig fette Produktion, damit wir unsere was komplettes Budget eigentlich ausgeben können. Und ich hoffe natürlich, dass es auch gleichzeitig ein Erfolg wird, weil sonst wird es echt übel. Deswegen mal schauen. Wir werden gleich auch mal gucken, wegen den Upgraden von unserem Büro kostet uns 50 Millionen plus Forschungspunkte von 25. Es kostet aber auch 5 Millionen pro Monat. Das ist gar nicht mal so wenig. Und wir kommen auch nur 4 Mitarbeiter mehr. Ja, deswegen mal schauen. Wir haben auf jeden Fall erst jetzt geschafft. Und hier gehen wir wieder hier schön rauf. Nicht auf die 25 Millionen, sondern nur auf die 10 Millionen. Ach gut, kennen wir ja schon. Neue Frontkamera. Wir sind jetzt mega dabei. Und gehen auf 132.000 Kopien. So, nicht die beste Option. Mehr oder weniger normal. Gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Dieses Gerät verfügt über eine tolle Kamera. Okay. Hört sich schon mal gut an, eine Bewertung von 6,1. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal jemals über die Bewertung 6 waren.
glaube nämlich nicht. Deswegen klingt es ja an sich nicht so schlecht. So, 50 Millionen bräuchten wir hier. Ja, verstehe ich. Betriebssystem verstehe ich auch, das zu holen. Freigeschaltet. Ich will tatsächlich auch mal gerne auf die Tablet-Sets gehen. Deswegen kurz warten. Denn die 100 Millionen sollten wir ja hoffentlich relativ schnell schaffen. Sehen wir auch hier an den Statistiken. Das geht immer noch hoch zur Spitze und immer noch einfach. Jetzt kommt das zweite noch dazu, ebenfalls so weit oben. Derzeit findet eine bekannte Computerausstellung statt. Wir gehen auf den durchschnittlichen Stand. Die Beliebtheit ist extrem gestiegen sogar. So, ich hoffe natürlich, dass wir da noch nicht mega viel Minus gemacht haben. Forschungspunkte sammeln wir, Verkaufszahlen sammeln wir auch. Sobald sollten wir jetzt auch auf die 100 Millionen zustoßen. Da sind wir jetzt auch. Müssen tatsächlich aber nochmal warten. Wir haben insgesamt schon 1 Milliarde jetzt verdient. Das ist gar nicht mal so schlecht und gar nicht mal so wenig. Wir sind gleich sogar schon bei der 130 Millionen. Also es geht richtig ab, die Forschungspunkte ebenfalls. So, jetzt ist der Verkauf zu Ende. Kein Geld mit mehr generiert. Ich will tatsächlich nochmal kurz forschen und dann in die Tablets gehen. Wir gehen auf mehrere Sachen. Wieder auf die Auflösung, wieder auf die Frontkamera, auf die Öffnung und auf die Kameraauflösung erst recht. Zack, gehen wir mal komplett hier rein. Neue Kamera, neues Handy mit einer besseren Kamera. Deswegen, ja, gehen wir mal hier auf die Vierer-Version, sorry. Hier hat sich immer noch nichts getan, deswegen hier sollte sich auch eigentlich nichts geändert haben, wenn wir hier durchgehen. Hier sollte sich allerdings was geändert haben, genau, die Kameraauflösung extremst. Da sind wir wieder auf den aktuellsten Stand. Dann haben wir noch hier diese, naja, also beim besten Willen, die Kamera gefällt mir gar nicht, aber wir machen es mal rein. Damit sind wir auch auf einem guten Stand, weil das ist aktuell und das ist schon besser als alle anderen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, und hier sollte sich eigentlich nichts mehr geändert haben. Dabei würde ich jetzt auch ein weißes Handy raushauen. Ja, wobei, ich muss es eigentlich schwarz halten. So, und dann werden wir aber allerdings mal hier grün nehmen. So richtig knallgrün. Ohne Name natürlich. Ist keine Pro-Version. Damit gehen wir auch direkt mal rein. Die Box ist natürlich hier grün. Zack. Damit gehen wir rein. Kosten wird das Ganze ein bisschen mehr. Wir gehen auf die 1049. Moment. Zack. So. Dann möchten Sie die Mittel Ihres Unternehmens in eine vielversprechende Technologie-Startup investieren. Okay, wir können 13 Millionen, 33 oder 6 Millionen investieren. Wir investieren. Wollen wir all. Komm, 13 Millionen. Das Startup war erfolgreich. Wir konnten 44 Millionen verdienen. Okay, wir hätten sogar vielleicht ein bisschen mehr machen können, weil jetzt sind wir schon bei 165 Millionen. Das werden wir gleich nochmal komplett investieren. Ich hoffe auch, dass das Handy gut bewertet wird. Und dann springen wir zu den Tablets, würde ich auch sagen. Bin ich auf jeden Fall gehypt. Das Handy ist auch gleich fertig. Und dann schauen wir nochmal hier. Hier sind wir auch kurz davor. Dann haben wir auch endlich mal, so wie es aussieht, zumindest einen neuen Handy-Stil. Hier sieht es nach einer Firma aus. Nach einer Fabrik, okay. Und hier kommt der harte Modus. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Okay, hier haben wir auch neue Stil, auch Mittel. Okay. So. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Wir haben auch gleich wieder 100 Forschungspunkte. Ist ja auch nicht so schlecht, so viel zu haben. Und dann. Leider haben wir 10 Millionen verloren. Ja, okay. Aber dadurch, dass wir vorhin einen höheren Gewinn ausgeschöpft haben, passt es für mich. Wir gehen rein in die Vorstellung. Wieder mal, zack. Wieder mal die 10 Millionen, genau. Neue Frontkamera. Bessere Kameraauflösung. Und 192 Kopien bitte einmal. Welche Bewertungen? Oh, oh mein Gott. Das dürfte richtig gute Bewertungen geben. 6,4 ist auf jeden Fall auf eine Aufmerksamkeit wert. Bußgeld. Für diesen Preis kann man etwas Besseres finden. Das ist der schlechteste Kommentar. Würdiges Produkt. Bildschirmauflösung auf dem guten Niveau. Ich würde Ihnen raten, dies zu kaufen. Vergisst Bildschirmtechnologie nicht. Ja, das klingt nach einem Verkaufsschlager. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt abgeht. Wir merken uns 14 Millionen. Und wir gehen rein. 22, 31, 35 Millionen. Jetzt 40 schon.
Fans kommen dann auch richtig schnell mit dazu. Wir knacken vielleicht auch heute noch die 200.000 Fans. 71 Millionen haben wir schon. Es geht gut hoch. Die Verkaufszahlen sind auch mega. Nächste Stufe erreicht. Nice. Bisher ziemlich viele Meilensteine, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal und auch das. Sollten wir hier was haben? Maßstäbe. Ah, also es. Wow. Hey, das ist krass. Wir sind über allen drüber. Auf Platz 1, 2 und 3 als auch 4. Dahinter kommen erst die anderen. Also, okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wir können auch gerne mal gucken hier. Ja, okay, da sind wir noch nicht so krass mit dabei. Verstehe ich aber auch. Hier sind wir selber noch nicht dabei. Verstehe ich auch. Nice. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Schauen natürlich nochmal. Forschungspunkte haben wir gut. Geld haben wir auch gut. Und solange das halt noch verkauft wird, würde ich jetzt auch sagen, wir investieren in ein Tablet. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim weiteren Video. Haut rein und ciao.